Hallo und herzlich willkommen bei Erkenne den Fake. Mein Name ist Ralf Rute, ich bin Witzbildmaler. Es gibt einige Menschen, die meine Bilder mögen. Und es gibt Leute, die meine Bilder nicht mögen. Vor allem Rechtspopulisten, weil ich Cartoons mache wie diese. Und weil ich mit solchem Material über 3 Millionen Follower habe. Das ärgert sie am meisten. Und weil Rechtspopulisten meine Cartoons nicht mögen, machen sie Rute Fakes. Dabei muss man zwischen 2 Sorten Fakes unterscheiden. A. Original-Routes, die verändert werden, meistens nur der Text. Und B. Cartoons, die völlig neu gezeichnet werden und aussehen sollen, als wären sie von mir. Wie erkennt man diese Fakes? Ganz einfach an 2 Punkten. Erstens, sie sehen scheiße aus. Immer. Der Text in der Sprechblase ist zum Beispiel schlecht gesetzt. Oft ist die Auflösung auch nur sehr gering und häufig wurde amateurhaft drin herumgemalt. Oder, vor allem bei den Neugezeichneten, sieht es halt nicht wirklich 100% nach Rute aus, weil die Figuren weniger liebevoll gestaltet sind und zum Beispiel meine Unterschrift gar nicht meine Unterschrift ist. Zweitens. Während meine Themenpalette alles Mögliche umfasst, haben die Fakes ausschließlich 2 Themen. Rassismus und Fridays for Future. Diese Fakes sind also so beschränkt wie die Welt ihrer Urheber. Was könnt ihr tun, wenn ihr einen Rute-Fake seht? 2 Dinge. Schickt diesen Fake nicht mir, schickt ihn auch niemand anderem. Rechtspopulisten wollen nur 1. Aufmerksamkeit. Gebt sie ihnen nicht. Solange niemand meine Werke kommerziell nutzt, beschäftige ich mich nicht mit den Fakes. Die Leute zu verklagen ist zeitaufwendig und teuer. Zeit ist mir dafür zu wertvoll. Und die verbringe ich lieber mit meiner Familie. Oder damit, mir neue Cartoons und Videos auszudenken. Ihr könnt die Fakes bei Facebook, Instagram oder Twitter melden. Ansonsten gilt, einfach ignorieren. Teilt sie nicht. Auch nicht, um anderen zu zeigen, wie eklig ihr sie findet. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Erkenne den Fake.